Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, kulturelle Güter haben einen Wert, der über das Materielle hinausgeht. Deshalb haben wir uns in Deutschland und Europa immer für einen besonderen Schutz der kulturellen Güter ausgesprochen, nicht zuletzt durch eine UNESCO-Konvention. Es kommt also nicht von ungefähr, dass wir in dieser Legislaturperiode immer wieder darüber sprechen, wie wir diese kulturelle Vielfalt bewahren und schützen können. Wir diskutieren dies im Kontext von TTIP, im Kontext der Frage nach der Gleichberechtigung von Frauen im Kulturbetrieb und nun im Rahmen der Novellierung des Kulturgutschutzgesetzes. Im Bereich des Kulturgutschutzes besteht dringender Handlungsbedarf. Wohl auch deshalb hat die Kulturstaatsministerin die Novellierung als eines der wichtigsten kulturpolitischen Vorhaben dieser Legislaturperiode ausgegeben. Mal davon abgesehen, dass die Umsetzungspflichten einer EU-Richtlinie die Regierung in die Verantwortung nimmt. Von Beginn der Debatte an war aber eines klar, der Widerstand war riesengroß. Und bis heute sind weder vorhandene Ängste und Sorgen ganz ausgeräumt, noch sind die Beschwörungen des Szenarios um drohende Abwanderungen von Kunst beendet. Umso erstaunlicher ist daher, dass die endlos diffuse Kommunikation der Bundesregierung verbunden mit einem Krisenmanagement, das zusätzliches Misstrauen hat, auch entstehen lassen, war weder elegant noch klug. Ein weiterer zentraler und viel diskutierter Punkt ist die Frage danach, welche Kulturgüter vor Abwanderungen geschützt werden müssen und sollen. Also die Frage, was ist eigentlich national wertvoll? Selbst Kanzlerin Merkel hat sich vor 14 Tagen im Rahmen ihrer Rede beim Kultursalon der CDU-CSU-Fraktion noch diese Frage gestellt. Und auch von den Expertinnen wurde schon im letzten Jahr deutlich eine zügige Klärung der Frage angemahnt. Es wird also Zeit, einen institutionalisierten Prozess in Gang zu bringen, der eigentlich schon hätte längst begonnen werden können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch wenn der Weg zum Ziel unserer Meinung nach sowohl in der externen und in der internen Kommunikation besser hätte gelöst werden können, begrüßen wir Grünen, dass nun endlich ein Gesetzentwurf zur abschließenden Beratung vorliegt. Vor allem, dass es jetzt noch Anmerkungen und Bedenken vieler Expertinnen und Experten sind, die in das Gesetz eingeflossen sind. Dies betrifft die Wertgrenze, die wieder auf Null gesetzt wurde und die so verhindert, dass Objekte zerstückelt werden können, um die Sorgfaltspflicht zu umgehen. Dies betrifft die für die Naturwissenschaften so wichtige Ausweitung der Ausnahmeregelungen zum Beschädigungsverbot für national wertvolles Kulturgut. Und dies betrifft die Wiederaufnahme der Vermutungsregelung der Herkunft in § 52, die in der Praxis zu einer hohen Hürde für den Rückgabeanspruch von Herkunftsstaaten geführt hätte. Also genau zu dem Gegenteil von dem, was eine zentrale Intention des Gesetzes ist. Und hier ist die Kritik auch unserer Fraktion gehört und auch entsprechend in dieses Gesetz eingearbeitet worden. Für die Wirkung des Gesetzes sind das drei zentrale Punkte, deren Aufnahme in den Gesetzestext wir sehr begrüßen. Allerdings, außer Acht lässt das Gesetz zwei wichtige Aspekte, die zu einem besseren Schutz von archäologischen Kulturgütern hätten beitragen können. Erstens, die Schutzregelungen für den Verkauf von Kulturgütern müssen erweitert werden. Bis jetzt schließt das Gesetz Kulturgüter, die in Nebenräumen lagern und gegebenenfalls für den Verkauf sogenannt unter der Hand vorgesehen sind, von diesen Schutzregelungen eben aus. Und das darf nicht sein. Die Ausweitung der Schutzregelung ist ein wesentlicher Schritt, um den illegalen Handel mit den illegalen Kulturgütern effektiv zu erschweren. Und der zweite Punkt ist die Ausweitung der erhöhten Sorgfaltspflichten, weil sie sollten zusätzlich für alle archäologischen Kulturgüter gelten, die laut der Roten Liste des Internationalen Museumsrates unter einer Kategorie der gefährdeten Kulturgüter fallen. Nur so kann wirklich ein umfassender Schutz von archäologischem Kulturgut sichergestellt werden. Darüber hinaus sollten die Begründungen der Sachverständigenausschüsse öffentlich zugänglich gemacht werden. Das ist Transparenz auf allen Ebenen, und das ist für uns für dieses Gesetz auch elementar. Und bei der ganzen Diskussion um Ausfuhrgenehmigungen sind die neuen Regelungen der Einfuhr und Rückgabe von Kulturgütern sehr wichtig. Der illegale Handel mit Kulturgütern ist keine kulturelle Randnotiz. Er findet weltweit statt und nicht nur in den besonders betroffenen Ländern wie Ägypten, Afghanistan, Syrien und Irak. Seit 1990 hat sich der illegale Handel mit diesen Gütern vervielfacht. Mit schätzungsweise 6 bis 8 Milliarden Euro Umsatz jedes Jahr stehen die Gewinne darin oder aus diesem Kulturhandel im Illegalen an dritter Stelle aller Einnahmequellen der organisierten Kriminalität, gleich nach Waffen und Drogen.
Deutschland darf jetzt nicht mehr länger ein Umschlagplatz für geraubte Kulturgüter und Antiquitäten bleiben, an dem ohne belastbaren Herkunftsnachweis Antiken verkauft werden können. Und das Recht von Staaten auf den Besitz ihrer Kulturgüter muss auch endlich von Deutschland akzeptiert werden. Es kann nicht sein, dass bei uns ein lukrativer Marktplatz zur Finanzierung von Terroristen und internationalen Banden weiter existieren kann. Deutschland steht hier in internationaler und auch politisch-moralischer Verantwortung, jetzt den Beitrag dazu zu leisten. Und vor diesem Hintergrund begrüßen wir, dass das bislang ungeeignete Listenprinzip abgeschafft wird. Stattdessen müssen Ausfuhrgenehmigungen des Herkunftslandes vorgelegt werden. Allerdings, und das sage ich ganz klar, wird das für den Zoll keine leichte Aufgabe sein, zu entscheiden, ob eine vorgelegte Ausfuhrerlaubnis gültig ist und wirklich das vorgelegte Objekt erfasst. Das wäre schon für manche Kunstexpertinnen und manchen Kunstexperten eine Herausforderung. Und daher stellt sich nach wie vor die Frage, ist diese Regelung am Ende des Tages wirklich besser als die alte? Ich denke, das ist ein Aspekt, der für das gesamte Gesetz gilt. Die grundsätzliche Stoßrichtung ist richtig und sie ist gut. Aber die Reichweite und Praxistauglichkeit einzelner Details ist zum jetzigen Zeitpunkt in der Gänze schwer abschätzbar. Es bleibt daher die Aufgabe an uns als Politik, die Wirkung des Gesetzes weiter zu beobachten und zu sehen, ob die Neuregelungen so wirklich wie erhofft wirken. Und in diesem Sinne vielen Dank nochmal fürs Zuhören und einen schönen Tag. Vielen Dank. Das wünschen wir auch. Nächster Redner ist der Kollege Ansgar Heveling, CDU-CSU-Fraktion.